Warte bitte, Hylianerin. Nun hat mir eine Nacht für dich gegeben. Sie ist zur Oase im Osten aufgebrochen und möchte, dass du dich dorthin begibst, um sie zu treffen, ne? Okay, dann weiß ich Bescheid. Ich will immer noch irgendwie... Ja, das ist safe, so ein Jump-One-Weg da. Da war zwar auch eine Treppe irgendwie im Thronsaal, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie dorthin führen wird. Aber wenn ich da oben nochmal auf die Mauer hinkommen könnte, wäre es wirklich perfekt. Okay, zumindest bin ich auf der Palme gelandet. War ich da oben schon drin? Nee, die Leiter ist komplett neu, hä? Ich war da so gar nicht drin. Oh, Hilfe. Aroms quasi. Oh mein Gott, bin ich lost. Und platt gedrückt. So, einfach drauf landen. Ich glaube, ich kann die auch, ja, so für den Einklang nutzen, ne? Hier wieder eine Stachelkugel, um alles frei zu machen. Für Pipe auch noch. Oder Obst generell. Dann kann ich hier wieder Einklang machen. Und da habe ich schon gerade ein Herzteil gesehen. Ich kriege den Steinbrust nicht weg. Ich kann es auch von hier anklicken. Aha. Wenn ich weiter weggehe, geht er nach oben. Checke, was, wenn ich jetzt runterfalle? Geht dann immer noch. Nee, dann geht er nach unten. Das war dumm. Ah, doch. Es gab. Okay, ich muss nur von oben analysieren, dann passt das. Herzteil erlangt. Sehr gut. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich da nie wieder rauskomme. Irgendwie hält das. Ich weiß auch nicht warum. Aber krass, dass ich diese Leiter schon ein bisschen übersehen habe, weil ich war hier oben ja quasi schon. Ich komme auf jeden Fall in dem kleinen Bereich noch hin und da war ja auch diese Tür. Da wäre immer interessant zu schauen, was hier eben ist. Ah, zum Beispiel hier noch ein Durchgang. Unbefugt Zutritt verboten, ne? Ah, Schlafsaal der Königin wahrscheinlich. Das führt wahrscheinlich in den Thronsaal, da komme ich nicht rein. Perfekt! Was ich noch machen kann, versuchen alle Fackeln anzuzünden, ob das was bringt. Das waren aber trotzdem schon alle. Okay, das ist seltsam. Gut, dann tun wir die Gerudo-Festung wieder verlassen und gehen zur Oase. Da ist sie. Keiner der Risse ist kleiner geworden. Verstehe. Danke für die Meldung. Ja, danke, dass du gekommen bist. Ich muss unbedingt mit dir drüber sprechen, ne? Siehst du, wie klar das Wasser dieser Oase ist? Ich habe viele Erinnerungen an diesen Ort. Königin Sera bzw. meine Mutter hat oft hier mit mir gespielt. Wie süß. Möge dein Herz so rein sein wie dieses Wasser. Das hat sie immer zu mir gesagt. Und wenn meine Mutter mit ihren Pflichten als Königin beschäftigt war, hat Facette mich unterwiesen und trainiert. Nicht nur ich habe ihnen viel zu verdanken. Unser ganzer Stamm würde ohne sie nicht mehr existieren. Aber ich verehre die beiden zutiefst, aber diesmal legen sie falsch. Stimme ich dir komplett zu, also gib mir einen Riss, ich schließen soll. Es gibt momentan in der Gerudo-Büste zurzeit noch drei kleinere Risse. Aus drei kleine Abenteuer, verstehe. Ja, die habe ich auch schon gesehen, so ein wenig. Wahrscheinlich der gemeint, der hier oben. Dann irgendeiner von denen da unten, keine Ahnung. Oh, erneut ein Sandsturm. Ich habe auch noch mal so eine Art Tempel, der schon halber verschlungen war. Genau. Den können wir damit schon freilegen, ne? Den Riss hat sie nicht gemeint. Also, sie hat sie sogar markiert auf meiner Karte. Wie gut. Aber den hat sie nicht gemeint? Ernsthaft? Oh, schade schon fast. Genau den Riss sollten wir schließen können. Hallo? Wie? Willst du irgendwie agieren? Keine Ahnung. Oh, die Grablichter brennen nicht mehr. Die habe ich auch schon mal angezündet gehabt. Können die Vorfahren nicht in Friede ruhen? Das ist sogar eine Quest. Ich habe das sogar schon gemacht, aber es hat niemanden gejuckt. Willst du mich verarschen? War die Frau schon immer davor da? Egal, angezündet. Ich mich natürlich selbst auch noch. Ein bisschen Licht. Passt. Oh, so friedlich. Bist du? Ich kenne dich nicht. Danke, dass du die Grablichter angezündet hast. Das Feuer der Grablichter bringt uns in Seelenruhe. Bitte sagt dem Kind dort, dass es sich nicht mehr um uns Sorgen braucht. Sie ist ein Geist, oder? Ah, du hast die Grablichter angezündet. Oh, tatsächlich, ja, sie ist jetzt weg. Die war davor nicht da. Ist das bewerkstelligt? Ja, bist mit echt halt. Geheimgang, genau. Seltsam, außer mir sollte eigentlich niemand hier sein. Ja, Junge, das ist so gruselig. Das kennt man normalerweise nur aus Pokémon mit so Geistern, die eigentlich nicht da sein sollten. WTF. Also, Rie tut sich auch mal einschalten. Der Zutritt zu diesem Riss bleibt uns wohl verwehrt. Schlecht, aber zumindest die Quest erfüllt. Ja, und vielleicht muss man die in der Reihenfolge machen. Ich gehe mal zum anderen Riss. Aber I guess, vielleicht ist es auch nur so, dass man einen Riss schließen muss. Dann ist sie schon überzeugt. Ich muss jetzt halt den richtigen finden, ne? Wasser. Oh, denen geht's gar nicht gut. Ist schon eine Weile bei diesem Riss hier stationiert. Während der andauernden Monstergefechte ist uns dann irgendwann das Wasser ausgegangen. Verdursten, what, wirklich? Sie brauchen auf der Stelle etwas zum Trinken, ne? Aber Wasser hilft nicht, hä? Wenn dann schon Wasser, irgendwas Köstliches. Kannst du zur Oase gehen und einen Kaktus-Smoothie besorgen, ne? Och nö. Zwei Frostkakteen leicht anmixen, ne? Ja, ich hab sowas ähnliches gemacht, aber nicht eins zu eins das. Deswegen wird es wahrscheinlich jetzt nicht gehen. Na toll.
Auch so kleine Quests an den Rissen, ich meine, why not? Aber ist sie jetzt ein Smoothie haben oder drei? Weil es sind ja eigentlich drei Personen so. Geht auch Feuerschutz und so zwei Herzen auffrischen. Ich mach mal ein paar davon, ansonsten behalte ich die einfach für mich selber. Da bin ich wieder. Wasser, ja, ja. Ein Kaktus-Smoothie, danke Zelda, trink das. Oh, ich fühle mich so voller Leben, Geister. Jetzt auch wieder keine Stelle, um den Zugang zu öffnen. Na toll. Habe ich natürlich genau den falschen ausgesucht, oder was? Das geht bei euch ab, ob der auch noch ein bisschen Kaktus-Smoothie. So viele wir von denen auch erwischen, es kommen immer wieder neue Monster. Oh ja, da kommen ein paar. Ich übernehme die, keine Sorge. So, der Boomerang-Typ erlegt das schon. Eine letzte Fledermaus fehlt noch, die aber viel zu hoch fliegt gerade. So interessant, ich glaube, man kann die wirklich anvisieren, die Monster, und tun sie eher, also meine, die angreifen, aber er trifft einfach nicht. So, erledigt die Monster. Ja, ich bin ziemlich stark. Ich kann mich vor lauter Kämpfen kaum noch auf den Beinen halten. Lass uns bei der Oase neue Kraft schöpfen, ne? Ich übernehme das so lange. Auch kein Zugang für den Riss. Ach, ist das alles dumm. Und, wie läuft Zelda? Kannst du die Risse schließen, ne? Du musst mir vertrauen. Ich kann Risse schließen, aber ich finde keinen Eingang. Ja, irgendwie paradoxum. Die einzige Stelle, wo ich hin könnte, wird mir der Weg versperrt und ich komme nur rein, wenn ich einen anderen Riss schließe. Aber jetzt will Facetta auch noch über die Fortschritte in Kenntnis gesetzt werden. Na toll, keine Zeit mehr. Das heißt, ich muss jetzt irgendeine andere Lösung finden, ne? In den Palast wieder gehen? Ja, safe, dass ich den hier schließen soll, weil es, wie gesagt, so ein übelst besonderer Ort. Das wird am meisten Sinn machen. Ja, gehen wir zum Palast zurück. Weiß auch nicht, was das Ganze jetzt gebracht haben soll, weil ich gefühlt nur die Drecksarbeit gemacht habe, aber dann gehen wir wieder in den Palast rein, mein Gott. Nun ja, der Versuch war eben zum Scheitern verurteilt. Ihr werdet von dieser Person an der Nase herumgeführt. Vertrau mir, Bruder. Quelle, vertrau mir, Bruder. Wirklich. Kann ich einfach nicht glauben. Was für einen Grund sollte sie haben, mich zu täuschen? Geld? Keine Ahnung. Glaubt ihr, sie wäre allen Ernstes über die ganze Wüste gerannt, nur mich zu verhöhnen? Das wäre der beste Prank aller Zeiten, ne? Jona, du vertraust ihr wirklich so sehr, dass du deine Ehre als Kriegerin aufs Spiel setzt? Du bist zu einer bürgerlichen Kriegerin herangewachsen, meine Tochter. Ach, ich kann nicht länger zusehen, wie du unseren Stamm von diesen andauernd Monsterangriffen zermürbt wird. Wenn du dich so für sie einsetzt, dann will ich auch in unser Schicksal in ihre Hand legen. Aber Königin Zera, wenn der Sand vom Zugang der Gutstätte entfernt wird, dann gibt es nichts mehr, was die Monster zurückhält. Sie wird nicht allein sein. Bester. Boah, es ist all die Soldaten, denen ich jetzt geholfen habe. Wenigstens etwas. Noch mehr Supporter. Ist das geil, Geschichte hier. Königin, wir wollen diese Lianerin, die uns gerettet hat, unbedingt helfen, ne? Boah, wieder Unterstützung. Ah, das ist so eine coole Geschichte. So wie Stück für Stück immer mehr Leute über mich überzeugt und jetzt helfen mir alle in diesem Ziel. Wir kämpfen uns da schon durch, so ist es. Muss ich da aus eurem Munde hören, solche Haltung ist einer Königin entwürdig. Nur weil selbst sie uns unterstützt oder zumindest akzeptiert? Wie schaut ihr denn nicht den schändlichen Versuch dieser Sizilianerin, unsere Notlage auszunutzen, um uns zu täuschen, ne? Boah, ich will nicht sagen, aber die ist irgendwie sass, diese Facette. Die ist viel zu arg am Haten, ne? Machen dieses Mädchen seine Schurkinnen, die uns Gudo hinters Licht führen will, in den Kerker mit ihr? Oh, nicht schon wieder? Königin Zera, was ist? Der Riss im Osten bei der Ruine des Wüstentempels ist größer geworden und hat einige unserer Kriegerinnen verschluckt. Dim, dim, dim. Königin Zera, so wart doch. Sich ohne jede Vorbereitung dorthin zu begeben, ist viel zu gefährlich. Ja, lass ihn mal machen. Wenn der Riss gewachsen ist, gibt es vielleicht dort auch einen Zugang, wo wir reingehen könnten. Maybe, dann können wir es doch noch beweisen, auch wenn wir jetzt schon die Erlaubnis haben, ne? Ja, genau die Ruine, meinte ich. Und da ist echt ein Zugang. Sie versucht mit dem Schwert da irgendwie was zu machen, ne? Nicht zu nah heran. Was seid ihr? Wir sind bislang deinen Rat gefolgt und haben uns ganz auf das Bekämpfen der Monster konzentriert. Also Bekämpfen der Monster bringt ja nicht wirklich was, weil ist ja bei Gern genau das gleiche Spiel gewesen. Besiegt und auf einmal war alles am Arsch. Wir müssen unbedingt mehr Monster besiegen. Ey, ich sag ja, die will nur, dass wir mehr Monster besiegen, dass sich immer mehr ausbreitet. Was siehst du da? Ein paar der unsrigen sind von diesem Riss verschluckt worden. Willst du, dass wir sie einfach im Stich lassen, ne? Ich mach das schon. Lass mich da einfach mal reingehen. Aber ist das jetzt schon der Dungeon? Weil es ist ja nicht der Riesenriss. Da will ich, glaube ich, so ein kurzes Abenteuer einfach nur. Oh, was ist das, Zelda? Portal zum Riss zu schließen, ne? Willst du nicht mitkommen? Schade. Wir befinden uns hier zwar im Welt des Nichts, aber es gibt keine Verbindung zum großen Riss. Naja, wäre auch zu schön gewesen. Noch spüre ich meine Gefährten, also gibt sie doch hier. Ich spüre die Anwesenheit an 5 Stellen. 5 muss ich jetzt finden. Oh
Okay, ah, da siehst du schon den ersten voll im dunklen Nebel da links. Ja, das kann cool sein mit so ein paar kleinen Subräumen so an sich. Oh, das sind Kriegerinnen, man sieht's schon. Die Frage ist, wie komme ich da jetzt hoch? Kann ich da Bettentaktik wirklich der Way to Go sein, um da hinzukommen? Das wird ein Sprung! Oh mein Gott, war es knapp! Aber wie hätte man sonst hinkommen sollen? Waren da drei drin? Nee, eine. Okay. Wie komme ich wieder hoch? Wenn ich so mal fragen. Achso, hier wäre ein Weg gewesen, ne? Boah, ist so komisch zu springen alles. Ich muss auf jeden Fall diesmal mehr achten zu erkunden, weil ich habe tatsächlich beim ersten Riss, wo wir drin waren, an der einen oder anderen Stelle vielleicht was übersehen, aber es waren ein paar kleine Stellen mit Rubinen so, aber trotzdem schade. Ich muss viel mehr mit der Karte arbeiten, aua. Oh, ich kann ihn sogar stoppen damit. Oh, bin ich lost? Okay, was soll ich machen? Aber wenn ich den oberen da einsperre, habe ich jetzt eigentlich freie Bahn, um irgendwas zu machen, ne? Ah, ich kann aber so bewegen. Oh, man könnte ihn doch einfach mitnehmen und dann hier kurz lagern. Generell mal schauen, was da oben ist. Ich denke jetzt einfach mal nichts, ne? Einen armen Bruder da, den kann ich echt nicht helfen, ne? Beziehungsweise, er kann mir helfen. Let's go! Boah, viel zu schwer gedacht oder dumm gedacht. So, hier links ein Weg und rechts dann auch nochmal ein Weg. Hier spawn ich ein paar Monster. Die aber gerne ignorieren möchte. Da kann ich mich an sich hocharbeiten mit einer Spinne. Boah, der Boomerang-Typ ist so OP, weil er einfach beide Gegner auf einmal treffen kann. So, genau, mit der Spinne einfach weiter nach oben. Hallo? Ein kleines Stück will ich aber auch noch mit. Hey, du hast mich vergessen. Ja, dann brauche ich mir einfach so eine Art Brücke nach oben. Der Baum. Kommt da mit einem einzelnen Trampolin hin? Hallo? Cutscene? Nu, ist das nicht diese Facette, die du gegen uns gewettet hat? Ich wusste, dass sie eingesaugt wurde. So klar, so haten kann niemand. Weil sie hat ja den Riss quasi nur in die Karten gespielt dadurch. Oh mein Gott, ich bin runtergefallen, no. Ja, ein falscher Schritt und ist halt hier vorbei, leider. Boah, jetzt kommt jetzt richtig komische gedrehte Jump-Run-Passage. Aber gefällt mir auch irgendwie. Macht halt wirklich so einen richtig verrückten Stil hier aus. Ja, mit ein paar Betten komme ich trotzdem eigentlich immer ganz gut weit. Aua, ach du Drecksfisch. Ja gut, ich mach mal was ich auch gesehen habe im Video. Man kann sich einfach in die Betten auch hinlegen, um sich zu heilen. Macht auch irgendwie Sinn, so ausruhen steht ja auch da, aber ich bin da nie auf die Idee gekommen. Das hätte mir schon an einer oder anderen Stelle bei meinem Herzenproblem geholfen. Und so muss ich auch kein Essen verschwenden. Das heißt, das Luxusbett dann mehr bringt? Ich denke schon, oder? Ja, aber zumindest schneller. Ja, meinen eigenen Piranhas vielleicht reinschicken? Nee, die sind irgendwie tot. Jetzt! Oh, stirb! Ja, irgendwie kann ich mich schon dahin arbeiten, das passt schon. Aber da oben geht ja auch nochmal ein Weg entlang. Will ich das hier vielleicht erstmal erkunden? Wirklich schon fast finalemäßig. Ich weiß nicht, ob da jetzt wirklich so ein Ding dann ist. Ein Licht, das wirkt eher nach so Bonus. Irgendein schwarzer Stein. Komisch. Ist was schon? Wegschieben. Oh, da ist so ein Ding drin, tatsächlich. Boah, sehr gut. Es fehlt nur noch ein Licht. Oder einer von Dries Freunden eben. Der wo sich wohl hier befinden wird. Ah, da komme ich schon irgendwie hin, ne? Oh, die Piranhas in der Wände sind halt echt nervig, weil man die kaum down bekommt. Oh, kann ich da irgendwie nach oben schaffen? Vielleicht jetzt mit so einem Trampolin? Nein! Oh, er ist runtergefallen. Let's go. Ja, hier ein Trampolin, dann komme ich nach oben. Hab hier freie Bahn, mehr oder weniger. Ich nur noch von oben da runterspringen. Oh, dann haben wir es schon geschafft. Let's go. Diesmal gab es kein Monster zu besiegen, ne? Let's go, Party! Ah, stimmt, Tri tut sich damit auch ableveln, aber so gar nicht gut. Er kriegt zumindest auch mal ein paar Kristalle. Zelda, lass uns hier verschwinden. Machen wir. Zelda, du hast es geschafft. Wo bin ich? Wurde ich verschluckt? Bestimmt muss jetzt nicht die echte rauskommen da. Der Riss, du hast es geschafft. Mädchen verfügt über eine wundersame Kraft. Ja, ist es nicht die da hinten, die richtige Gerudo? Was seid ihr, was ist mit euch? Ich muss zurück in den Palast. Im Moment ist ja niemand dort, versteht ihr? Na, da Lügen fliegen jetzt auf. Müsst ihr die falsch nicht eigentlich verschwinden, wenn es die richtige da ist? Was ist hier passiert? Jetzt gibt es zwei von denen. Eine zweite Facette? Wie ist das nur möglich? Lügen, Sera und Dona, was ist denn geschehen? Ich wollte den Riss untersuchen, der sich in der Wüste gebildet hatte. Dann wurde ich verschluckt. Verstehe. Also ist sie eine Fakerin. Genau. Seid auf der Hut. Sie ist aus dem Riss gekommen. Wirklich ist sie mit den Monstern im Bunde. Ja, hör auf zu lügen. Ja, jetzt kommt die richtig dunkle Aura aus ihr.
kommst du nicht. Au, no. Weggeownt. Hat sich die Luft ausgelöst. Die Königin hat schon was auf dem Kasten, ne? Was, sie war es auch, die den Vorschlag gebracht hat, den Zugang zur Kultstätte zu blockieren. Ja, alles Lügen, ne? Wollte offensichtlich nicht, dass der Riss geschlossen wird von Zelda. Deswegen wollte sie auch von dem Riss fernhalten, ne? Zelda, bitte rette die Gerudos jetzt. Mach ich natürlich. Auch nur mit verweilten Kräften. Ihr kommt bestimmt alle mit, oder? Wir haben es geschafft, Zelda. Sehr, sehr gute Sache. Hat jetzt wirklich den Riss nur hier oben quasi aufgelöst. Ja, mehr nicht. Trotzdem seltsame Gebäude hier, so Ruinen. Eigentlich, dass hier auch irgendwas geben würde.